Es ist 21:45 Uhr. Es ist 21:45 Uhr. Lasset die Schachschule beginnen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge unserer kleinen Schachschule. Wir beschäftigen uns weiterhin mit den Eröffnungen. Nach dem Zug erstens Bauer nach D4. Wir haben ja in den ersten Folgen Bauer nach E4 einstudiert. Und jetzt sind wir im ebenfalls sehr, sehr weiten Feld von Bauer nach D4. Wo wir bisher ja schwerpunktmäßig Aufbauten gelernt haben mit Bauer nach D5, Bauer nach E6 und Springer nach F6 und jetzt dazu übergegangen sind, die Systeme zu studieren, wo Schwarz häufig mit Springer nach F6 anfängt. Weiß Bauer nach C4 spielt, das ist ein typischer Plan. Schwarz spielt Bauer nach E6 und Weiß spielt Springer nach F3. Teilweise der Macht von Nimzu Indisch geschuldet. Nach Springer nach C3, Läufer nach B4. Aber heutzutage der populäre Zug. Springer F3, Bauer nach D5 und Springer nach C3. Das ist eine Steuerung, mit der wir uns ja schon ein bisschen beschäftigt haben, in der wir schon den Zuglauf nach E7 kennen. Das ganz klassische abgelehnte Damengambit. Wir kennen schon den Zuglauf nach B4, die Ragosin-Verteidigung. Und wir kennen den Zug Bauer nach C6, das sogenannte Halbslawisch. Heute wollte ich hier auf der Liste der Züge, die gespielt werden, weiter vorangehen und uns mit dem Zug Bauer nach C5 vertraut machen. Das nennt sich Semitarasch. Aber ich dachte, wir hatten das Problem schon mal bei Halbslawisch oder Semislawisch. Bevor wir mit Semitarasch anfangen, sollten wir vielleicht erstmal wissen, was Tarasch ist. Sind beide miteinander verwandt, aber es gibt doch Unterschiede. Also merkt euch diese Stellung und ich sage euch hier schon mal, wir kommen später hierhin zurück, dass nach C schlägt D5 die Hauptmöglichkeiten Springer schlägt D5 sind. Zur Abwechslung, meistens sind wir ja mit E schlägt D5, aber hier nach C5 in dieser Stellung ist der Hauptzug Springer schlägt D5. Das nennt sich Semitarasch und die Alternative ist hier zu schlagen C schlägt D4. Die eine Variante, die noch keinen so richtigen Namen hat. Ich nenne es die lila Variante, die Wesley So Variante, könnte man es auch nennen. Das ist also Semitarasch, kommen wir nachher zu. Aber wir fangen erstmal an mit Tarasch. Chat, weiß jemand, was die typischen Startzüge für die Tarasch-Verteidigung sind? BFB Official und Mombasio, danke euch für die Subs. Chat kennt nur den Vornamen von Tarasch. Und zwar. War auch Doktor? Er war Doktor, oder? Doktor Tarasch. Siegbert. Das ist korrekt. Und die klassische Tarasch-Verteidigung beginnt mit Bauer nach D4 und Bauer nach D5. Hier wissen wir ja schon, der verbreitete Zug ist Bauer nach C4, das Damengambit. Schwarz spielt Bauer nach E6. Also ganz basic, so wie ich es Anfängern auch meistens empfehle. Wir unterstützen unser Zentrum und ich sage ja meistens hier in der Springer F6, hier im Bauern zurückschlagen, Läufer raus, Roch gerade und dann mal gucken. Das sind so die Basics. Weiß spielt den Zug Springer nach C3. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wir hatten schon mal diskutiert, dass es für Weiß nicht so vorteilhaft ist, hier zu früh zu tauschen, weil Schwarz jetzt mit Bauer nach C6 und Läufer nach D6 bei Bedarf Läufer nach F5 sich recht frei entwickelt. Deshalb spielt Weiß den Zug Springer nach C3. Und hier kennen wir ja bisher Springer nach F6. Wir hatten gleich auch schon mal kurz Läufer nach E7 besprochen. Also die ganz klassische Stellung. Wo Weiß hier schlägt, jetzt schlägt der Bauer zurück. Läufer nach G5. Und so weiter und so fort. Die Tarasch-Verteidigung ist an dieser Stelle ohne Springer F6, Springer F3 den aggressiveren Zug Bauer nach C5 zu spielen. Das nennt sich Tarasch. Ich glaube, es nennt sich auch Tarasch, wenn nach Springer nach F3 C5 kommt, was häufig zur selben Stellung führt, aber nicht zwingend muss. Also Bauer nach C5 stellt gleich Feindkontakt hier in der Mitte her. Was sollte Weiß tun? Was meint ihr?
C-Schlicht D5, das ist der kritische Zug, korrekt. Weiß sollte hier schlagen. Es gibt ein paar Alternativen, die aber nicht so giftig sind. Wenn Weiß jetzt den Springer rauszieht, kann Schwarz sich gleich hier in der Mitte breit machen, schlagen, Bauer nach E5. Das ist okay, wenn auch kompliziert. Und Bauer nach E3 ist kein so kritischer Zug. Da hat Schwarz mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel erstmal die Springer rauszuziehen, da weiter zu sehen. Also hier schlagen ist kritisch. Und der klassische Tarasch-Zug ist mit dem Bauern einfach zurückzuschlagen. Wonach wir schon gewisse Tendenzen erkennen können. Dieser Bauer droht nämlich isoliert zu werden. Er kann nicht mehr so richtig von einem Kollegen verteidigt werden. Der E-Bauer ist ja weg und der C-Bauer kann Bauern ziehen ja nie zurück. Nicht mehr hierhin, um ihn zu unterstützen. Das heißt, der Bauer könnte potenziell eine Schwäche sein. Schwarz nimmt das in Kauf und versucht dafür, schnell die Figuren ins Spiel zu bringen. Ist ein System, was sich auf Top-Level nie so ganz durchgesetzt hat. Aber in letzter Zeit eine kleine Renaissance hatte. Unter anderem dank meines Team Magnus-Kollegens Daniel Dubov, der hier sein eigenes System Büschen entwickelt hat, was vielleicht die klassischen Tarasch-Muster etwas revolutioniert. Trotzdem, diese Zugfolge auf Top-Niveau nach wie vor nicht so häufig gesehen, mit C-Schlicht D5, E-Schlicht D5 und mit Vorsicht zu genießen. Ich würde es Anfängern wahrscheinlich eher nicht empfehlen, weil man ziemlich genau spielen muss, um diese Schwäche hier in der Mitte zu kompensieren. Aber wenn ihr auf der Suche nach einem direkten, einfachen System seid, könnte es Schlimmeres geben als Tarasch. Der weiße Hauptzug ist hier, den Springer rauszubringen. Falls ihr euch fragt, warum nicht gleich schlagen, ist das eine legitime Frage. Gibt den Blick des Springers und der Dame auf diesen Bauern frei. Aber soweit ich weiß, sagt die Theorie, dass Schwarz jetzt hier ganz gut kontern kann. Mit Bauern nach D4 den Springer attackieren. Und das Weiß hier nicht viel erreicht. Das könnte man noch weiter verfolgen. Springer nach E4 sollte Schwarz sich, glaube ich, schnell entwickeln. Springer nach F6 und sagen, den Bauern hier kriege ich schon wieder. Springer nach A4 ist das alte Springer am Rand Problem. Aber lustige Stellung. Was ist hier der beste Zug? Schwere Frage, Chat. Ah, vielleicht kommt ihr drauf. Oder vielleicht wisst ihr es. B5, Chat weiß Bescheid. Ephelia sagt, geht Laufschicht C5? Nee, oder wäre nicht gut. Wegen Schlagen, Schach, Läufer raus, Dame schlägt, Turm nach C1. Und Weiß entwickelt sich sehr schnell. Das Thema wird uns gleich noch begegnen, aber in dieser Stellung wäre es ziemlich schlecht. Der beste Zug ist tatsächlich Bauer nach B5. Sieht bescheuert aus. Aber Springer am Rand, der Springer hat nicht viel Felder. Hier, die meisten von euch werden wissen, was en passant ist. Wenn nicht, passt jetzt genau auf. Der einzige Zug, um den Springer zu retten, ist so. Wir schlagen en passant vorbei. C-Schlicht B6. Schwarz schlägt zurück. Und wegen dieses verehrten Springers ist diese Stellung, soweit ich weiß, ganz akzeptabel für Schwarz. Der Läufer droht ihn anzugreifen. Bauer nach B5 liegt in der Luft. Nicht so leicht. Deshalb ist das direkte Schlagen dieses Bauerns nicht so kritisch. Und Weiß tut besser daran, erstmal Springer nach F3 zu spielen. Jetzt wäre der erste Zug, auf den man vielleicht kommen würde, Springer nach F6. Oder könnte ich mir vorstellen, den Springer zu entwickeln. Aber ist kein so guter, oder hat heutzutage auch Leute, die das probieren, aber gilt als bisschen wackelig, weil der Springer gleich gefesselt werden kann mit Läufer nach G5, was hier den Druck erhöht. Vielleicht ist euch aufgefallen, vielleicht verwehre ich euch auch damit, aber wenn wir zurückgehen zu unserer Einleitung, zum Thema Semitarasch, hier nach C5, weil ich gesagt habe, Hauptzug ist C schlicht D.
Und jetzt spielt Schwarz nicht E schlicht D, sondern schlägt mit dem Springer. Dass das hier dieselbe Stellung wäre. E schlicht D, Läufer G5. Und das ist eine Stellung, die Schwarz gemeinhin verhindern will. Ich sage sehr häufig gemeinhin. In letzter Zeit. Deshalb wird nach Springer nach F3 nicht Springer nach F6 gespielt, sondern was machen die Schwarzspieler hier? Sperrt C6 ist korrekt. Hauptsächlich damit dieser Läufer, wenn er hier ankommt, den Springer noch nicht fesselt. Dass man Läufer nach G5 jetzt mit Läufer nach E7 oder sogar mit Bauern F6 parieren könnte. Hier ist traditionell der weiße Hauptplan, Bauer nach G3 zu spielen. Mit der Absicht, Läufer nach G2, kurze Rochade und dann mal gucken, ob wir diese Schwäche hier ausgenutzt kriegen. Aber nach Bauer nach G3 hat sich in letzter Zeit ein bisschen was getan. Hier gibt es das Dubov-System, was ich erwähnt hatte. Wolle G, vielen Dank für den Sub. Jetzt kommt der Springer raus. Beispiel Läufer nach G2. Läufer nach G5 ging immer noch, aber in Kombination mit G3 ist es nicht mehr so furchteinflößend. Jetzt ist Schwarz rechtzeitig hier die Figuren schnell rauszuziehen. Deshalb wird Läufer nach G5 hier meist noch nicht gespielt. Läufer geht nach G2. Und hier hat Schwarz früher so gut wie immer automatisch den Zug Läufer nach E7 gespielt, um kurz zu rochieren, wenn hier geschlagen wird, zurückzuschlagen. Wonach Weiß aber mehrere Wege hat, ein bisschen Vorteil zu kriegen. Also zum Beispiel Rochade, Rochade und jetzt hier schlagen. Ist einfach ein bisschen angenehmer für Weiß. Nach Läufer Stich C5 gibt es diverse Möglichkeiten. Bau nach A3, Bau nach B3, Läufer nach G5. Alles ein bisschen Vorteil. Was ich finde auch nicht so verwunderlich ist, weil Schwarz ja das Tempo verloren hat mit Läufer nach E7 und dann hier zurückschlagen. Es gibt auch in dieser Stellung noch diese Versuche mit Bau nach D4, aber jetzt, wo Weiß sich schon so weit entwickelt hat, funktioniert das nicht mehr so gut für Schwarz. Was sich aber geändert hat, ist in dieser Position, die auf verschiedene Arten und Weisen erreicht werden kann, das wir ein bisschen in den Rahmen sprengen. Aber häufig entsteht diese Stellung gar nicht aus dem normalen Tarrasch, was wir hier gerade angucken, sondern irgendwie aus Englisch oder Springer nach F3, D5, G3, C5. Und Dubovs System ist hier zu schlagen, Springer schlägt und jetzt den Läufer rauszuziehen. Was ehrlich gesagt auch logischer ist, als Läufer nach E7 und dann hier zurückzuschlagen. Es wurde häufig nicht gespielt, weil man dachte, Springer schlägt C6, die Struktur ist ein bisschen lästig. Springer nach B3 könnte vielleicht einen Bauern gewinnen. Also es gab Bedenken, aber mit Hilfe von modernen Computern hat Daniel dieses System einigermaßen spielbar gekriegt. Und heutzutage gilt das als durchaus valide Variante. Springer nach B3, Läufer nach B6. Wenn der Bauer hier geschlagen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Ich vermute, Schwarz entwickelt sich möglichst schnell mit Läufer nach E6 und kriegt hier Kompensation. Könnte auch so spielen. Schlagen und Rochade. Und Schwarz hat gerade genug Zeit, um Weiß zu beschäftigen. Bin kein großer Experte für diese Varianten, aber ich weiß, dass sie funktionieren. Und Springer nach B3 nicht so populär ist hier. Die meisten versuchen irgendwie so eine Struktur zu spielen. Springer schlägt C6, BC. Und jetzt zu sagen, die Bauern sind ein bisschen schwach. Aber auch hier hat sich gezeigt, dass die schwarze Stellung relativ stabil ist. Gibt noch mehr Theorie hier. Ich glaube, die Hauptvariante ist nach Springer B3, Läufer B6, Rochade, Bauer nach D4, Springer nach A4, irgendwie sowas, um sich jetzt den Läufer zu schnappen. Aber grundsätzlich funktioniert alles für Schwarz. Zug für Zug. Jetzt Turm nach E8 oder H6. Und Schwarz hält. Ist keine Variante, wie gesagt, die ich neuen Spielern empfehlen würde. Man muss viele Strukturen, viele Stellungen mit Bauern weniger, viel komplizierte Sachen navigieren. Trotzdem ist es relevant für die Theorie, dass dieses C schlägt D4 wohl ganz gut funktioniert. Und teilweise der Erfolg von der Dubov-Variante, teilweise aber auch einfach, dass Computer es
neuerdings angeben, haben dazu geführt, dass G3 in dieser Stellung nicht mehr so unbedingt der Hauptzug ist, sondern das Weiß jetzt mit dem Einschub von Springer F3 und Springer C6 dazu übergegangen ist, diesen Bauern zu schlagen. D schlägt C5. Und wieder den Angriff auf D5 freizulegen. Thema kennen wir schon, ohne Springer nach F3 und Springer nach C6. Aber es funktioniert besser für Weiß, wenn die beiden Züge eingeschoben sind. Der Grund ist einfach, dass nach Bauer nach D4, Springer nach A4, dieser Springer nicht mehr so leicht angegriffen werden kann. Unter anderem, weil der Springer hier im Weg steht. Und der Läufer auf D7 den nicht mehr so aufs Korn nehmen würde. Also wenn Schwarz hier wieder diesen Trick macht von eben B5, C schlägt BA schlägt B, dann ist Weiß jetzt rechtzeitig, die Figuren rauszukriegen. Ein kleiner Trick zum Beispiel wäre so. Dame schlägt. Der arme Springer weggeschlagen. Müsst ihr euch nicht merken. Nur als Beweis, dass es funktioniert. Läufer nach B5. Und Weiß gewinnt. Weil diese ganz komplizierten Sachen nicht wirklich funktionieren für Schwarz. Mit D4, B5 muss er hier nach D schlägt C5 kleinere Brötchen backen. Und das ist eine Variante, die mich aus Schwarzspielersicht abschrecken würde von Tarras-Spielen, weil mir die Stellungen, die hier entstehen, nicht gefallen. Nach Bauer nach D4, das ist der beste Zug. Springer F6, Läufer G5 ist wieder unangenehm für Schwarz. Also nach Bauer nach D4. Springer geht nach A4, verteidigt den Bauern. Was muss Schwarz tun? Das Thema hatten wir ja schon mal. Läufer schlägt C5, ist jetzt korrekt, genau. Gewinnt den Bauern zurück mit Hilfe dieses Tricks. Der Springer wird hierhin gelockt und dann kommt der Doppelangriff auf Springer und König. Das Problem ist, dass Schwarz auch hiernach kein so leichtes Leben hat. Dame A5 Schach. Weiß kann hier Läufer nach D2 oder Dame nach D2 spielen. Aber der normale Zug ist Läufer nach D2. Dame schlägt C5. Turm raus, greift die Dame an. Die Dame geht weg. Jetzt funktionieren diese Varianten auch wieder dank des Einschubs von Springer F3 und Springer C6. Für Schwarz besser, weil hier hinten kein Läufer mehr zu schlagen ist. Und hier spielt Weiß Bauer nach E3. Die Stellung bleibt kompliziert, aber Weiß steht ein bisschen besser. Hat ein bisschen Zeit gewonnen, hat das Läuferpaar. Figuren können schnell raus. Und es ist keine Stellung, die mir mit Schwarz so wirklich zusagen würde. Ich glaube, die Hauptvariante ist irgendwas wie Springer nach F6, Läufer nach C4. Gibt Alternativen, aber nur um ein Gefühl zu kriegen. Schlägt, Läufer schlägt. Diesen Bauern hier zu schlagen ist zu gefährlich. Glaubt mir. Deshalb tauscht Schwarz hier die Damen und man spielt irgendwie so eine Stellung. Weiß schlägt mit irgendwas zurück. Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Da sagen wir mit dem König. Und es ist nichts Schlimmes passiert für Schwarz, aber weiß ja das Läuferpaar in einer relativ offenen Stellung, was ihm ein bisschen Druck verschaffen sollte. Der Turm kann in die Mitte, der König steht nicht so schlecht. Und man muss bereit sein, also auf hohem Niveau, so ein Endspiel zu verteidigen, wenn man diese Variante so spielen will. Was ja für mich nichts wäre. Aber es ist auch nicht hoffnungslos. Also man kann sich hier spezialisieren und das spielen. Aber mein Geschmack wäre es nicht. Wie gesagt, Läufer nach C4 auch nicht der einzige Zug. Dame nach A4. Oder anstelle von Turm nach C1 gleich E3 gibt auch andere Versuche. Aber das ist ja auch wert. Das ist ein bisschen im Schnelldurchlauf das klassische Tarrasch mit drittens C5. Ich sollte noch erwähnen, dass wenn Weiß mit Springer nach C3 anfängt, Weiß kann auch mit Springer F3 anfangen und dann auf C5 wieder schlagen und Springer nach C3 wird in dieselbe Stellung oder hier G3 spielen, was auch interessant ist. Damit versuchen, Springer C3 zurückzustellen. Hat sogar ein paar Vorteile in den Varianten, die wir eben gesehen haben. So, jetzt kurz Rochade, war jetzt der Dubow-Plan mit C schlägt D und Läufer nach C5 nicht mehr so gut funktioniert. Weil hier noch kein Springer steht, können
den Weiß jetzt schlagen und hier angreifen. Aber die meisten spielen in der dritten Springer C3. Weil man ja auch nicht weiß, dass immer Tarrasch kommt und Springer nach C3 halt. Bisschen mehr Druck auf Schwarzzentrum. Wenn Springer nach C3 gespielt wird, C5, C schlicht D5, sollte ich erwähnen, dass in dieser Stellung es noch den Zug C schlicht D4 gibt. Das sogenannte Schara-Hennig-Gambit. Was sich wieder einer gewissen Popularität erfreut. Grischuk hat häufiger so gespielt. Ich glaube, Magnus hat es auch ein, zwei Mal gespielt. Also ist ein etwas merkwürdiges Gambit. Es sieht nicht so aus, als würde Schwarz so viel Zeit gewinnen. Was aber in letzter Zeit wieder ein leichtes Comeback macht. Und gar nicht so leicht zu spielen ist. Der Normalzug wäre Dame schlicht D4. Was macht Schwarz? Springer nach C6, genau, das ist der Trick. Dadurch, dass die Dame hier hängen würde, wenn Weiß schlägt, gewinnt Schwarz wenigstens so. Bisschen Zeit für die Entwicklung. Kriegt die Figuren raus. Und er hofft mit dieser gewonnenen Zeit genug Spiel zu generieren. Dame nach D1, E schlägt D5. Jetzt sollte Weiß schlagen, wahrscheinlich mit der Dame. Und hier gibt es mehrere Versuche, wie man Kompensation generiert. Läufer nach E6 wurde früher häufiger gespielt, dieses Endspiel. Aber heutzutage wird, glaube ich, eher Läufer nach D7 versucht. Oder sogar Läufer nach D6. Aber Läufer nach D7 ist eine Stellung, die auch auf anderen Wege entstehen kann, zeige ich euch gleich. Das ist das kritische Springer nach F3, Springer nach F6. Dame geht irgendwo hin. B3 oder D1. Und Schwarz zieht die Figuren raus. Hier, der moderne Plan. Es läuft nach C5, glaube ich. Kurz Rochade. Und versuchen, in der Mitte genug Druck zu machen für den verlorenen Bauern. Ist auf der Kippe, aber es ist nicht so schlecht, wie es aussieht, wenn man sich hier durchklickt. Hat Schwarz durchaus Spiel für den Bauern. Und als Überraschungswaffe ist dieses Schara-Hennig, wenn man sich damit näher beschäftigen möchte. Ich bin kein Experte, muss ich gestehen, aber ist es durchaus eine spielbare Waffe. Jet sagt, teilweise zu Recht, warum nicht erst Dame A4 Schach? Aber es ändert nicht so viel, Jet. Computer gefällt es auf den ersten Blick nicht, aber wenn man deeper geht, dann fällt der Computer ein bisschen. Also, man hat ja morgen weniger und Schwarz versucht langfristig dafür genug Spiel zu kriegen. Aber es ist nicht so, dass man zack, jetzt 5 gute Züge macht und Partie ist vorbei. Also Dame A4 Schach wird vorgeschlagen. Die Idee ist, diesen Läufer nach D7 zu locken, weil jetzt Springer nach C6 nicht mehr funktioniert, da der Läufer im Weg steht. Aber wenn Schwarz mit... Ich glaube, ich habe euch Quatsch erzählt. Wenn Schwarz so spielt, gewinnt er ja dieses Tempo mit Läufer nach... Wer weiß, so spielt, gewinnt Schwarz ja dieses Tempo mit Läufer nach D7. Und daher gleicht sie das häufig aus. Aber ich glaube, die Variante, die ich eben meinte, ist Dame schlägt D5, Springer F6, hier noch nicht, Springer C6, Dame nach D1 und jetzt Läufer nach C5 ohne Springer nach C6. Aber auch hier, wie ihr seht, Computer gibt Weiß erstmal Vorteil. Trotzdem sind diese Stellungen nicht so leicht zu spielen. Schwarz stellt sich hin. J-Türme in die Mitte auf offene Linien. Versucht ein bisschen Druck zu machen hier gegen die weiße Struktur. Und naja, es ist nicht trivial. Also ich glaube, Weiß hat bei bestem Spiel ein bisschen Vorteil. Aber ob es reicht, um Schwarz dauerhaft unter Druck zu setzen, das sind im Moment die Diskussionen. Schätzer Dame schlägt B7. Na, das ist glaube ich zu riskant. Springer nach C6. Figuren kommen sehr, sehr schnell an. Deshalb Dame nach A4 oder Dame schlägt D4.
Ist nicht klar, welches von beiden besser ist. Weil hier nach Schwarz C6, Dame D1, E schlägt D5, Dame schlägt D5. Hat Schwarz halt mehrere Möglichkeiten. Also hier kann er Läufer nach D7 spielen, um dann wieder Springer nach F6 zu spielen. Da war ich eben nicht sicher, ob die Variante, die ich erzählt habe, stimmte. Weil hier der Springer schon auf C6 steht. Hier bin ich nicht ganz sicher, ob Läufer C5 der beste Zug ist. Oder vielleicht Läufer B4 sowas versuchen. Aber vom Stellungstyp ist natürlich ähnlich. Und Schwarz hat hier andere Möglichkeiten noch. Dadurch, dass er noch nicht auf Läufer nach D7 festgelegt ist, wie Halbläufer nach E6. Versuchen, dieses Endspiel zu spielen, was gar nicht so gut funktioniert. Oder Dame nach C7 mit der Dame sidesteppen. Und dann Springer nach F6 spielen. Also ist ein Gambit. Man gibt einen Mittelbauern für freies Spiel. Das freie Spiel kriegt man, ob es objektiv ganz genug ist. Ist Stand heute umstritten. Aber es ist eine dieser Varianten, wo man sich immer mit Weiß ärgert, wenn man das ohne Vorwarnung aufs Brett kriegt. Wenn man denkt, ey, wenn ich es heute angeguckt hätte, würde es ja gehen. Aber ne, gar keinen Bock drauf in dieser Partie. Deshalb als Überraschungswaffe taugt es durchaus. Aber wenn man anfängt, es regelmäßig zu spielen, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass entweder die Weißspieler gut vorbereitet sind oder sie sagen: Hier, ich weiß, du willst ein blödes Gambit spielen. Fange halt mit Springer F3 an. Viel Erfolg. Weil jetzt, wenn das hier kein Tempo mehr gewinnt gegen den Springer, funktioniert es ja nicht mehr. Das kann der Weiß auch mal hier schlagen. Also so viel zu Tarrasch und dem Schacher-Hennig-Gambit. Wie gesagt, Tarrasch ist sehr direkt ohne den Springer F6 zu spielen. Bauer nach E6 und Bauer nach C5 zu spielen. Gleich hier in der Mitte für eine Eskalation zu sorgen. Ist auf der Kippe. Ist nicht ganz eine Mainstream-Eröffnung, aber es hat seine Anhänger. Vorteil ist halt, dass es ein relativ kompaktes, sorry, Terrain ist. Das wird jetzt heutzutage hin und wieder gespielt. Als Haupteröffnung würde ich es nicht machen. Aber wer weiß, vielleicht sagen Computer einfach irgendwann. Funktioniert alles. Hoffe, ihr sagt, Tara spielt noch nur wenige, oder? Ja, das meine ich, dass ich das gerade gesagt habe in den letzten Sätzen. Das fasst es gut zusammen. Scrap Connector ist etwas für Profis. 17, 1800 Vereinsspieler spielen sowas selten. Ja, ich würde denken, dass so Gambits sehr verbreitet sind bei 17, 1800 Vereinsspielern. Aber wie gesagt, es ist keine wahnsinnig populäre Eröffnung. Was aber populär ist, ist der kleine Bruder oder heutzutage der große Bruder, das Semi-Tarrasch, insbesondere auf hohem Niveau. Ich fange diese Varianten immer mit Springer F6 an. Sie könnten genauso über D4, D5 entstehen. Und diese Stellung ist nur in der Praxis seltener die Zugfolge. Deshalb fange ich immer so an, weil das ist wie die meisten Spiele. Springer F6, C4, E6. Springer F3, Bauer nach D5, Springer nach C3. Und jetzt haben wir die Tarrasch-Stellung, aber mit dem Einschub von Springer nach F3 und Springer nach F6. Und hier spielt Schwarz jetzt den Zug Bauer nach C5. Und ich habe es ja schon erwähnt. Die Idee ist hier nach C schlägt D5, nicht E schlägt D5 zu spielen, wie im Tarrasch, sondern eine der beiden Alternativen. Springer schlägt oder Bauer schlägt D4. Das klassische, in Anführungszeichen, Semi-Tarrasch ist Springer schlägt D5. Zug, von dem ich ja normalerweise abrate, weil man das Zentrum aufgibt, Weiß erlaubt, das Zentrum gleich zu besetzen. Und es ist eine spezielle Situation. Auch hier würde ich strategisch davon abraten. Aber es ist eine Variante, die auf Top-Niveau sich relativ etabliert hat, weil das Spiel relativ, ich sag's sehr häufig relativ, ziemlich direkt weitergeht und gleich ein paar Figuren vom Brett verschwinden und die Stellung danach relativ, auf relativ zu sagen, übersichtlich ist. Springer schlägt D5, der normalerweise zu ist Bauer nach E4. Und Springer schlägt D5 ist überhaupt nur eine Idee, weil dieser Springer hier schon auf C3 steht zum Abtausch. Sonst, wenn der Springer jetzt weggehen müsste, hätte Schwarz einfach Zeit verloren und die Mitte nicht besetzt. Aber hier ist es möglich, den Springer abzutauschen. B schlägt C3. Sieht erstmal gut aus für Weiß. Und ja, hat das Zentrum besetzt. Ist auch ein bisschen angenehmer für Weiß, nach meinem Empfinden nach. Aber auf hohem Niveau
hat sich diese sehr spezifische Abfolge als solide für Schwarz herausgestellt. Dass man eben in dieser Steigerung nach B4 Schach spielen kann. Weiß ist gezwungen, den Läufer dazwischen zu stellen. Dame schlägt und kurze Rochade. Schwarz hat weniger Raum, weiß hat das Zentrum, also weiß er, was er reicht. Aber weil Schwarz nur noch zwei Leichtfiguren hat, ist es nicht so leicht, die schwarzen Figuren irgendwie einzuengen, in die Felder zu nehmen. Der typische Plan ist hier: Springer geht nach D7, Bauer geht nach B6, Läufer geht nach B7 und Schwarz stellt sich hin. Und es ist relativ schwer zu knacken. Also Weiß hat diverse Versuche hier. Läufer nach C4, Läufer nach B5, sehr subtil, Turm nach C1, Läufer nach D3. Das sind alles Züge, die gespielt werden. Aber Schwarz hat erstmal einen ziemlich leichten Aufbau. Bauer nach B6, Läufer nach B7, Turm nach C8. Da mal irgendwo raus und da mal gucken. Deshalb hat sich die Variante ja auf Top-Niveau als relativ stabile Waffe herausgestellt. Trotzdem ist es Schwarz, der hier um den Ausgleich kämpft. Also nicht, dass ihr denkt, es wäre alles Zuckerschlecken. Weil stellen wir die Figur in die Mitte. Läufer nach B3. Solche Stellung. Aber wie gesagt, man kriegt erstmal die Figuren raus und jetzt kann man weitersehen hier. Dame nach E7, Turm nach E8. Gibt alle möglichen Pläne. Dame E7, Turm D8. Bauer nach H6 wird gleich auch gespielt. Ist ein ziemlich direkter Versuch, die Steuerung ein bisschen zu vereinfachen. Und vielleicht für, ja nicht ganz für Anfänger, den würde ich nicht dazu raten, das Zentrum so aufzugeben. Aber ja, für so Vereinsspieler durchaus eine Idee, weil die Stellung relativ überschaubar ist. Und das hier kann man sich merken. Dann Springer D7, B6, Läufer B7 kann man sich auch merken. Dann je tiefer man einsteigt, desto mehr Fragen gibt es wahrscheinlich wieder. So nach Turm, nach C1. Kann ich hier auch Bauer nach B6 spielen oder Springer nach D7 oder bin ich dann zu langsam? Aber grundsätzlich ist es ein relativ simpler Plan, die Figuren rauszukriegen gegen diese Springer nach F3 und Springer nach C3. Und er freut sich auch bei einigen Top-Theoretikern, die der Meinung sind, diese Steuerung kann man weit genug untersuchen, um sie zu halten. Durchaus Beliebtheit. Ist aber nicht so, dass Schwarz das hier jedes Mal aushält. Also Kramnik hat eine Zeit lang mit Schwarz so gespielt und auch ab und zu doch mal eine Partie verloren gegen die Mamedjarovs da draußen. Giri hat eine Partie verloren gegen Carlsen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Es ist ja ein System, wo Schwarz ein bisschen schlechter steht, aber dafür erstmal relativ kompakt und einen leichten Aufmarschplan hat. Das Jute Semitarasch. Weiß muss sich nicht darauf einlassen, hier E4 zu spielen, aber die Alternativen sind nicht so kritisch. Er kann Bauer nach E3 spielen und versuchen dann die Figuren rauszuziehen. Bauer hat Schwarz mehrere Möglichkeiten. Also Springer raus, hier schlagen. Mal gucken, macht nicht so viel Druck. Bauer nach G3 wird auch manchmal gespielt, aber ist auch nicht so gefährlich. Schlägt Schwarz am besten hier. C schlägt D. Nur ist nicht viel passiert. So, Aiming, vielen Dank für den Sub. Also das ist Semitarasch. Keine schlechte Eröffnung. Sehr beliebt im Moment, wie gesagt, auf Top-Niveau. Und so ein bisschen so eine Art Staubsauger-Variante. Figuren verschwinden relativ schnell vom Brett. Zack. Rochade. Dann sieht man weiter. Wie gesagt, nicht vergessen, Zentrum ist wichtig im Schach. Und Weiß hat das Zentrum in diesen Varianten. Also es ist ein Versuch, auf hohem Niveau die Sache zu so weit zu analysieren, dass man diesen Vorteil kompensieren kann, weil man die Steuerung ein bisschen vereinfacht. Aber es ist nicht so, dass hier das ein ganz einfacher Weg ist, Ausgleich zu kriegen. Auf der Suche nach diesem einfachen Weg, Ausgleich zu kriegen, ist hier ein weiterer Zug nach C schlägt D5 in jüngster Vergangenheit populärer geworden. Und zwar jetzt auf D4 zu schlagen.
C-Schicht D4. So ein bisschen wie ein Verwandter vom Schara-Hennig-Gambit, aber hier ist kein Gambit mit Springer F3 und Springer F6 eingeschoben. Kontrolliert Schwarz ja dieses Feld hier in der Mitte häufig genug. Und es hat sich etwas überraschenderweise gezeigt, dass es auch hier für Weiß nicht leicht ist, um Vorteil zu kämpfen. Wenn der Springer schlägt, was macht Schwarz? E5 will ich nicht mal. Geh der Springer weg. Erstmal weniger. C5. Chat, nicht so kompliziert denken. Ihr sollt den Bauern zurückschlagen. Sprecher schlägt D5. Und jetzt, weil der weiße Springer im Weg steht, kriegt Schwarz hier keinen Isolani und hat eigentlich keine großen Probleme. Jetzt könnte er mit der Dame schlagen. Wäre kein Problem. Hier, es geht noch weiter. Hier diese Show mal verloren gegen Wang Hao. Aber das lag eher an meinem nicht so brillanten Spiel. Hier hat Schwarz eigentlich keine ernsten Probleme. Er will Figuren rausziehen. Der kritische dazu ist Dame schlägt D4. Einfach damit die Dame ein Auge hat auf diesen Punkt. Und jetzt funktioniert der Trick mit Springer nach C6 natürlich nicht, weil die Dame verteidigt. Stattdessen sollte Schwarz jetzt mit dem Bauern schlagen. Der jetzt mit dem Springer zu schlagen, macht nicht mehr so viel Sinn. Hier hat Weiß mehrere Möglichkeiten, Druck zu machen. Der direkt ist, ist gleich Bauer nach E4. Dame schlägt zurück. Das ist bisher unangenehm für Schwarz. Weil hier dran klebt. Aber dieses mit dem Bauern zurückschlagen ist in letzter Zeit eine super angesagte Variante und ein sehr, sehr direkter Versuch. Das Spiel zu forcieren. Schwarz nimmt diesen Isolani in Kauf, versucht aber genug Zeit zu gewinnen, wenn Weiß ruhig spielt, dass der Isolani nicht so schlimm ist, weil Springer mit Tempo rauskommt, die Dame nochmal vertreiben würde. Und ja, mit ruhigem Spiel hat sich gezeigt, dass Weiß hier nicht wirklich gute Chancen auf Vorteil hat, wenn er zum Beispiel bei einer E3 spielt, Springer nach C6. Dame nach D1 zurück. Es hat Schwarz schon mehrere verlockende Möglichkeiten. Lauf nach B4. Und Schwarz hat zwar einen isolierten Bauern, aber sehr, sehr freies Spiel. Das bringt nicht so viel. Eins sollte er häufiger gespielt werden, auch sehr logisch ist wieder, ist Lauf nach G5. Diese Fesselung. Aber auch hier scheint Schwarz ganz gute Karten zu haben. Im Ausgleichssinne. Also das hier ist eine kritische Variante, die zuletzt auch in vielen Top-Partien gespielt wurde. Ich glaube, Kasen Nepomniachtchi gab es eine Partie. Ich glaube, Duda gegen Kajakin im Weltcup-Finale. Also das hier ist eine Stellung, die debattiert wird. Wo aber es scheint, ihr seht hier, Steve Balken ist auch nicht so pessimistisch, dass Schwarz recht faire Chancen hat, auch hier eine ausgeglichene Stellung zu kriegen. Irgendwie sowas. Es gibt viele Varianten. Ich zeige euch nur ein paar Beispiele. Solche Stellung, Schwarz hat den schwachen Bauern, aber dafür relativ freies Spiel. Dame kommt raus, Turm kommt nach D8. Und es war nicht leicht, hier was zu machen. Läuft F6 und Dame schlägt D5, wird gefragt. Welche Stellung? Sofort. So, Dame, Damenpech. Verstehst du? Läuft C3 ist Schach. Tschüss, Dame. Das funktioniert nicht. Also diese ganzen direkten Versuche oder indirekten Versuche haben sich nicht so bewährt. Als Problem aus schwarzer Sicht galt hier immer der Zug Bauer nach E4. Sofort die Lage zu forcieren. Und das hier ist eine Variante, die es schon länger gibt, die aber nie so als vielversprechend für Schwarz galt. Springer raus nach C6. Weiß fesselt diesen Springer. Laufe nach B5. Jetzt schlägt, Springer nach G5. Ich weiß, ich mache es ein bisschen schnell hier. Das hier ist eher, dass ich es einmal
gesehen habt. Greift den Bauern an und greift den Bauern an. Und die Stellung hier ist nicht hoffnungslos für Schwarz, aber bisher unangenehm zu verteidigen. Gab ein paar hauptsächlich chinesische Spieler, die das hier gespielt haben. Ich glaube, Wang Yue war eine Zeit lang ein Experte. Aber es ist keine leichte Chance zu spielen. Aber hier ist, wo die große... Also ich weiß, das hier ist Nerdkram, aber die in der kleinen Computerschachwelt große Revolution stattfand. Seitdem es die Engine Lila Zero gibt, mit der alle angefangen haben, so 2019 ungefähr zu arbeiten. Ende 2018, Anfang 2019. Und Lila Zero sagte, hier, warum macht ihr einen Sperren C6 Läufer B5? Schlag doch gleich auf E4. Und etwas überraschenderweise funktioniert es besser ohne den Einschub. D schlägt E4. Weiß schlägt und macht diesen Doppelangriff. Aber Topspieler und ihre zynischen Computer scheinen im Moment zu sagen, jo, kannst du machen. Spiel auf einer E6 und viel Erfolg, diese Stellung zu gewinnen. Die auf den ersten Blick relativ hässlich ist. Aber wie gesagt, Computer halten das aus hier. Sperren schlägt E6, F schlägt E. Und es funktioniert einfach Zug für Zug für Schwarz. Und das war eine ziemlich junge Erkenntnis, also seit einem Jahr oder so. Vielleicht weiß man es länger, ich weiß es seit einem Jahr oder so, dass das hier gut funktioniert für Schwarz. Und das hat natürlich viel geändert jetzt auch auf Top-Niveau. So, wenn du Magnus Carlsen bist und dich auf ein WM-Match vorbereitest, musst du auch mit solchen Geschichten auf einmal rechnen, die es früher gar nicht gab. Was macht man hier? Also da haben Computer, insbesondere Lila, das Schach schon sehr verändert. Und ich glaube, Wesley So war einer der ersten Top-Spieler, die diese Variante adaptiert haben. Sieht ein bisschen hässlich aus. Wir könnten hier noch weitere Züge machen. Grundsätzlich hält Schwarz es aus, dass das Ding Läufer nach C4 spielt. Mal nächsten hässlichen Zug, König nach E7. Den König nach F7 stellen. Und Weiß hat ja noch einen Bauern weniger im Moment. Die Zeit, die er braucht, um sich diesen Bauern zurückzuholen, was gar nicht so leicht ist, nutzt Schwarz, um immer die Figuren rauszuziehen. Spiel nach C6, bei Bedarf Läufer nach B4. Hier nach Turm E1 würde sofort Läufer B4 kommen und Weiß sieht den Bauern nicht wieder. Also es ist nicht leicht zu spielen. Läufer nach G5, anderer typischer Zug, greift auch direkt diesen Bauern an. Und auch hier gibt es einige Theoriediskussionen, die aber im Moment für Schwarz alle zu halten scheinen. Ich weiß gar nicht mehr, was der Hauptzug ist hier. Spielt man gleich König E8 oder spielt man erst Springer nach C6? Ich glaube, man spielt erst Springer nach C6. Und die Weißspieler tun sich sehr, sehr schwer damit, hier was rauszuholen. Wenn der Bau geschlagen würde, käme Läufer nach B4 Schach. Also es ist ein bisschen eine Computervariante. Es ist Zug für Zug. Aber es funktioniert. Und das ist, ja, ist eine wichtige Erkenntnis, die vielleicht auch die Theorie ein bisschen verändern wird und noch weiter Richtung katalanisch treiben, weil die Leute sagen, hier nach Springer C3, mit wie vielen Varianten soll ich mich denn noch rumschlagen? Läufer nach E7, Läufer nach B4, Bauer nach C6, Springer BD7, Bauer nach A6 und jetzt gibt es auch noch C5, C D5, C D4, was auch zu funktionieren scheint. Also ich weiß nicht, ob das eine Variante ist, zu der ich euch raten würde, Chat, weil es ist auf den ersten Blick, ja, hat man in Isolani, verliert ein bisschen Zeit, nicht leicht zu spielen, aber es hat den großen Vorteil, dass es funktioniert. Weiß kann er dann überlegen noch, ob er in dieser Stellung einen anderen Zug machen möchte vielleicht. Aber viel bringt es auch nicht. Welche Frage ich da mal A4 Schach gezeigt habe. Hier, weiß ich nicht, macht das hier einen Sinn? Kommt auch Läufer nach D7. Dame schlägt D4, E schlägt D5. Und, ja, das stimmt, die Variante gibt es. Das ist wichtig noch zu erwähnen. Jetzt haben wir eine Art Verwandten des Schara-Hennig-Gambits. Jetzt kann Weiß diesen Bauern wieder versuchen zu schlagen. Springer schlägt D5. Aber Schwarz gewinnt relativ viel Zeit. Kann sich hier recht schnell entwickeln. Was ist hier der beste Zug für Schwarz?
Spanier C6 werde ich machen. Er wird hier geschlagen mit Schach. Das funktioniert hier nicht so gut, wenn wir den Springer schon da haben. Best so ist Dame nach A5 Schach. Zwingt den Springer zurück. Chat, Alter. Springer C6, Springer 6, das funktioniert nicht. Deshalb Schach. Der Springer geht zurück. Und jetzt, wo der Springer hier nicht mehr mit Schach schlagen kann. Jetzt spielt Schwarz Springer nach C6. Und wenn wieder so eine Stellung, wo Schwarz diesen Bauern weniger hat, aber dafür relativ schnelle Figurenentwicklung, das ist eine etwas bessere Version des Schara-Hennig-Gambits. Weil Schwarz noch ein bisschen mehr Zeit gewonnen hat mit diesem eingeschobenen Dame A5 und der Springer musste wieder zurück. Trotzdem, valide Frage. Auch hier geht die Theorie noch weiter. Also, weil ich weiß, ist hier alles ganz okay für Schwarz. Gab es hier nicht sogar eine Partie? Schenkland gegen Carlsen oder irgendwas? Damit der Einspringer E4 auf D2. Ich weiß nicht, ob es genau die Stellung war. Ich glaube nicht. Irgendwie so Geschichten. Und ja, Schwarz als Läuferpaar. Ziemlich freies Spiel. Für den Bauern. Weiß muss ich ein bisschen strecken, hier die Dame steht in der offenen Turmlinie. Also Dame A4 Schach wahrscheinlich riskanter, als man spielen möchte. Aber trotzdem, vernünftige Frage. Dankeschön. So, Chat, das war wieder viel Information auf einmal. Ich weiß nicht, ob ich das Tempo hier zu sehr anziehe. Aber wir haben so viel Schacheröffnung. Heute haben wir gelernt, die Tarasch-Verteidigung. Bau nach D4, Bau nach D5, Bau nach C4, Bau nach E6, Springer nach C3 und Bau nach C5. Wonach Weiß normalerweise hier schlägt. Jetzt hat Schwarz die Wahl zwischen E schlägt D5. Dann der kritische Versuch, meiner Meinung nach, für Weiß hier nach Springer nach 3 und Springer nach C6 jetzt den Bauern zu schlagen. Für Leute, die es etwas wilder mögen, können Sie hier das Schara-Hennig-Gambit C-Schlicht D4 ausprobieren. Von der schwarzen Bauern weniger hat, dafür ein bisschen Zeit gewinnt in diversen Varianten nach Dame Schlicht D4 oder Dame A4 Schach. Status unknown. Ich glaube nicht, dass es ganz ausgleicht, aber es ist auch nicht so leicht für Weiß zu spielen, wie man früher annahm. Das ist das direkte Tarasch, wird relativ selten gespielt. Aber die in Anführungszeichen subtilere Version. Das sogenannte Semi-Tarasch ist sehr beliebt. Nach C schlicht D. Jetzt entweder Springer schlicht D5. Weil hier möchte man nicht mehr im Bauern schlagen, wegen Lauf nach G5. Also hier entweder Springer schlicht D5, diese Staubsauger-Variante. Es verschwinden ein paar Figuren vom Brett. Schlägt, schlägt. Lauf nach B4 Schach, Lauf nach D2. Schlägt und kurz auch gerade. Das ist vielleicht die am ehesten Common Sense-Variante von allem, was wir heute gespielt haben. So spielen, Springer D7, B6, Läufer B7, Turm C8 und dann mal gucken. Das ist vielleicht das einfachste Repertoire, wenn man hier eine dieser Varianten spielen will. Letztes Mal haben wir ja sehr komplizierte Systeme angeguckt, dieses Ragosin und Halbslawisch. Davor hatten wir Damen-Gambit. Das hier ist so ein neues Ding. Ist nicht kompliziert, aber ist auch keine klassische Struktur. Also, auf Top-Niveau sehr populär, Level darunter nicht so populär. Aber es ist auf Top-Niveau nicht populär, weil es so unglaublich stark und gemein ist, sondern man die Stellung da so weit analysiert, dass man meint, dass man es halten kann, die ganzen leicht schlechteren Endspiele oder was so entstehen kann. Dann haben wir uns zum Ende noch beschäftigt mit der neuen Modevariante C-Schlicht D5, C-Schlicht D4. So ein bisschen so eine Mischung aus Tarasch, Semi-Tarasch, Schara-Hennig, dies, das, jenes. Die wegen dieser Neuentdeckung Dame schlicht D4, E schlicht D5 und auf E4, was als kritisch galt, jetzt sofort D schlicht E4 zu spielen. Sehr im Kommen ist,
die ganzen Theorieduelle scheinen anzudeuten, dass Schwarz diese Stellung gut halten kann. Und dann ist es nicht leicht für Weiß, hier auf Top-Niveau was zu machen. Auf Nicht-Top-Niveau müsst ihr euch hier keinen riesigen Kopf drüber machen, wenn man hier mit Weiß zum Beispiel auf nach G5 spielt, gefolgt von Bauer nach E3. Kriegt mal eine ganz normale Partie mit dem schwarzen Isolani auf D5. Also es ist nichts, warum man jetzt mit Schach aufhören muss. Aber interessanterweise eine neue Entwicklung, die wir vor allzu langer Zeit noch so gar nicht auf dem Schirm hatten. Was wieder zeigt, dass Schach sich weiterentwickelt. Wegen der Engines. Manche sagen natürlich, Engines machen Schach kaputt, aber so aus Sekundantentheorie-Nerd-Sicht ist auch spannend, dass es immer neue Varianten gibt, die wir vor 10 Jahren echt null auf dem Zettel hatten. Wo man jetzt sagt, einfach C5, C schlägt D5, C schlägt D4, Dame schlägt E schlägt D5 und Schwarz hält. Also, Schach geht immer weiter, oder bisher jedenfalls. Und das waren die Themen unserer heutigen kleinen Schachschule. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nächstes Mal geht's weiter. Wir beenden hier unsere Studien dieser Stellung. Ich weiß, wir hängen hier gefühlt schon seit Wochen, aber es ist eine große Stellung. Ein paar Züge haben wir hier noch nicht. D schlägt C4 zum Beispiel, ein meiner Lieblingszüge. Die Wiener Variante. Wir kennen auch noch ein paar andere Züge, nicht so. Bauer nach A6, nicht so wichtig. Springer BD7. So Kram, das machen wir und dann tasten wir uns vielleicht langsam vor in. Was für andere Schacheröffner gibt es noch so? Ja, Springer F3 gibt es zum Beispiel so. B6, habe ich euch schon mal erzählt. Damenindisch. Es gibt auch Läufer B4 Schach. Bogo-Indisch. Ich hoffe, dass wir das Thema dann vielleicht in der nächsten Sendung, habe ich es geschlossen kriegen, damit wir uns weiter vorarbeiten können noch. Zu Königsindisch, Grünfeldindisch, Benoni, Londoner System. Schach ist groß. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.